Oh, Freunde, was ich auch gerade sehe, wild auf jeden Fall, was wir jetzt auch reinziehen können. Wusste ich gar nicht, dass es das auf YouTube gestellt hat. Und zwar, der liebe Jakob hat seine Bewerbung hochgeladen. Es sieht schon, obwohl er hat eine andere Schriftart hier unten. Also die Schriftart oben ist dieselbe, aber ich habe die Buchstaben einzeln reingemacht und hat quasi nur geschrieben. Und unten ist eine leicht andere Schriftart. An dem B sieht man das, dass es eine leicht andere Schriftart ist. Aber sonst, der liebe Jakob, ja. Okay, Freunde. Ich will jetzt aber hier in das Video hier reinschallern. Meine Bewerbung an Rezo. Ich habe das Ding schon gesehen. Obviously habe ich das Ding schon gesehen. Ich habe ja auch danach in eine WhatsApp gesehen. Yo, hast du Bock, mal vorbeizukommen? Also ich kenne das Ding. Okay, und Freunde, ich würde sagen, Abfahrt rein da. Und wir gucken uns den ganzen Stuff an. Ich muss übrigens sagen, dass ich Jakob. Okay, kurzer Retalk noch. Ich muss übrigens sagen, dass ich Jakob seit 2000 und 15 oder 16? Bin mir nicht sicher. Kenne ich den schon? Also Jakob macht halt auch Mucke und ich kenne halt seine Tracks und er hat sogar ein, zwei Hits, ein, zwei Tracks, die auch im Millionenbereich gestreamt wurden. Also der hat auch ein paar Tracks veröffentlicht als Producer vor allem, die halt ein paar Millionen Views haben. Also er ist nicht unbekannt. Aber ich fand es so lustig, weil ich Jakob einfach seit fucking 4, 5 Jahren kenne. Okay, Freunde, Abfahrt, Rainer. Allein schon das Intro, nicht zu sagen, hallo, ich bin Jakob, sondern mal so ein Intro zu machen, ist schon ein Pluspunkt, finde ich. Oh, mit den Tentakeln, what the fuck, Alter. Ich wollte das mit drin haben. Hey, Rezo, hier bin. Was stand da? Da stand irgendwas? Minus 20 Sekunden, okay. Ich wollte das mit drin haben. Hey, Rezo, hier bin ich. Mein Name ist Jakob. Manche kennen mich auch unter dem Namen Bruder Jakob, hauptsächlich für die Sachen, die ich für Medikamenten Murat und sein Bruder gemacht habe. Ich selber bin jetzt nicht mehr so richtig präsent auf der Plattform, aber ich würde schon sagen, dass ich mich mit YouTube relativ gut auskenne. Hier sind meine. Auch diese Mini-Sounds-Effekt, diese paar Foley-Sounds, plus das Staub so. Das ist schon so kleine Details, die da drin sind. Ich bin jetzt nicht mehr so richtig präsent auf der Plattform, aber ich würde schon sagen, dass ich mich mit YouTube relativ. Guck, es hört sich sogar sehr gut an, muss ich sagen. Das ist ein schöner Foley-Sound und auch ein schöner, auch ein guter Staubwegwisch-Template. Relativ gut auskennen. Hier sind meine Stats. Ich bin 23 Jahre. Hier sind meine Stats. 187. 1,87 groß. 187. Und meine Augenfarbe ist grau. Zu meinen Hobbys gehören Klavierspielen. Ich bin jetzt dabei no means ein Profi, aber es macht einfach Spaß. Ich gehe gerne schwimmen, mache auch manchmal Sport. Was? Ich fange jetzt wieder an. Zudem gehe ich ganz gerne mal raus zum Jonglieren. Und Jakob ist halt Jonglierprofi. Auch einfach funny. Er kann einfach so voll gut jonglieren und so ein Stuff. Ich weiß nicht, ob ich das droppen kann. Bestimmt gerade, ob ich das droppen. Der hat auch so im Zirkus und so ganzen Stuff Auftritte und sowas auch gehabt. Schon wild. Also er konnte wenigstens was im Gegensatz zu mir. Ich konnte nur sagen, ja, ich mache Sport und das war eine eiskalte Lüge einfach in meiner Bewerbung. Lul. Als ich noch unten in Bayern gewohnt habe, gab es da immer so eine Zirkus-Kinder- und Jugendfreizeit, wo ich dann eben Kinder und Jugendliche trainiert habe. Im Zuge dessen habe ich dann auch Murat und seinen Bruder kennengelernt und kurz darauf angefangen, für und mit den beiden Content für YouTube zu produzieren. Das war zu wild, wirklich. Ich habe damals. Zu wild war das. Meine Leidenschaft gefunden. Real Talk. Ich habe damals meine Leidenschaft gefunden. Das war irgendwelche Sachen. Es ging da gar nicht um großartige Produktion oder so. Das Allerwichtigste war immer nur die Idee. Und wir haben es ein paar Mal geschafft, glaube ich, mit unseren Ideen zu überzeugen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Jetzt ist die Ära vorbei. Eine Ära, in der ich mich ausprobiert habe. Ich habe Vlogs gedreht. Ich habe Musik gemacht, produzieren gelernt, etc. etc. Ich habe mir dann natürlich irgendwann gedacht, damn, das ist so krass. Ich will das auf jeden Fall. Auch wichtig für Rezo viele verschiedene kurze Tracks. Das ist nicht wichtig für Rezo, das ist wichtig für jeden. Wenn man einfach nur einen verfickten Track unter das Video legt und sagt, ja, fertig, Bruder, das kann jeder Schwanz und ist null innovativ und hört sich Kacke an. So hat man YouTube 2015 gemacht. Beruflich machen. Ich will damit mein Geld zu verdienen. Dementsprechend habe ich mir die ganzen nötigen Skills auch angeeignet. Ich selber bin jetzt eher so der Postpro-Guy, aber natürlich kann ich auch Kamera, Stative, Licht, Ton, das sonst überhaupt keine Probleme. Auch die ganzen kleinen Mini-Sounds. Und ein Spieler, wie sie reingeflogen kam, war auch schon, fand ich gut. Ich bin jetzt eher so der Post-Pro-Guy, aber dann. So diese bop, 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 bop. Und dann einfach so hier drum getrackt und einfach schön, dass sie rumfliegen und auch die Sachen, wie sie reinfliegen, fand ich sehr gut. Natürlich kann ich auch Kamera, Stative, Licht, Ton, das soll es überhaupt keine Probleme geben. Hier sind ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Das sprengt aber allerdings den Rahmen, deswegen Link zu dem kleinen Showreel in der Videobeschreibung, falls Interesse besteht. Bei all den Projekten, die ich. Auch so ein paar coole, schöne Minecraft-Sounds.
Minecraft Zaun sind immer gut. Umgesetzt habe, ist mir dann doch eine Sache aufgefallen. Am allermeisten Spaß macht es mir tatsächlich dann doch hinter der Kamera die Fäden zu ziehen, wie so. Ich fand es immer funny, weil ich habe bei manchen Bewerbern gesehen, es gab einen Bewerber, ich will den sich roasten, aber er hat einfach exakt das erzählt, was ich erzählt habe in meiner Bewerbung. Also wirklich nur auf sich angewandt in einer anderen Reihenfolge. Er hat sonst alles exakt das gesagt, was ich gesagt habe. Und ich denke mir so, Bruder, ich weiß doch, was ich damals gesagt habe. Sag doch nicht exakt dasselbe, das fällt doch auf so. Selbst wenn exakt alle Dinge, die ich gesagt habe, auch auf dich zutreffen, dann sag was anderes, so, weil das so, das wirkt so hart nachgemacht einfach so. Okay, hätte er das gesagt, dann sag ich einfach dasselbe, dann bekomme ich ja den Job. Big Brain. So ein Marionettenspieler. How not to apply for a job. Nein, Job. Das war auch funny. Die Fäden zu ziehen wie so ein Marionettenspieler. Ah, wild, wild, wild. How not to apply for a job. Nein, Joke, du bist natürlich jetzt schon ein großer YouTuber, hast dein Standing in der Szene, man muss da jetzt nicht noch großartig irgendwie ein Image aufbauen. Aber was ich meine ist, man brainstormt so, arbeitet an verschiedenen Videos, die kommen auch alle an sich ganz gut an. Und dann gibt's vielleicht hin und wieder mal ein so ein Video, das zündet so richtig. Und wenn ich dann an der Idee zumindest auch nur beteiligt war, das ist das geilste Gefühl und dafür mache ich das. Ich habe auch schon Drehs organisiert, also Darsteller buchen, Räume mieten, Location Scouting, Equipment besorgen, den Wetterbericht lesen. Mhm. Also Selbstständigkeit ist vorhanden. Ich habe jetzt natürlich... Wetterbericht lesen, Real Talk. Da achten viele nicht drauf, denken, okay, wir drehen morgen und am nächsten Tag, oh fuck, morgen regnet's ja. Oh ja, hätten wir es mal vorher gewusst. Ja, hätte man vorher wissen können, wenn man auf den fucking Wetterbericht guckt. Ich habe auch keine zwei linken Hände oder so, da ich eine dreijährige Ausbildung als Mechatroniker abgeschlossen habe. Also, falls du zu Hause mal nicht... Oh, hab ich sogar vergessen, dass er Mechatroniker ist, Lul. Glühbirne auswechseln musst oder so, ich bin ein Mann. Energie! Also Rezo, hier ist mein Vorschlag. Wir machen aus TJ einfach BJ und dann geht's genauso geil weiter wie bisher. Wow, wow. Ja. Lassen Sie das mir an den BJ machen, Freunde. Oh, wow. Okay, okay, okay. Ich weiß, man kann TJ nicht einfach so ersetzen. Das fand ich, oh Gott, Freunde. Ey, es gab so viele Bewerber, die haben mir so unfassbar fucking viel Honig ums Maul geschmiert, wo ich dachte, oh, nee, ah, nee, oh, das war so unangenehm. Das war so, die haben mich so hart hochgelobt. Ich denke mir so, oh, nee, das, ich will das Video nicht weitergucken, das ist unangenehm. Das war einfach unangenehm. Ich habe gesagt, Rezo, guck du das bitte weiter. Ich will das nicht gucken, weil die gesagt hat, wie toll ich bin, bababa. Und ich konnte das nicht sehen, Alter. Das war einfach so, oh mein Gott, ich weiß, ich werde TJ niemals ersetzen können. Und oh mein Gott, was ihr erschafft habt, das kann man nicht ersetzen. Und das ist einmalig, das weiß ich auch so. Ich will ihn noch gar nicht ersetzen, aber ich möchte versuchen, nur annähernd auch nur 10% an TJ ranzukommen. Ich denke mir so, oh mein Gott, Alter, lösch dich, Alter. Das kann nicht dein Anspruch sein, dass du 10% nur von mir erreichen willst, verdammte Scheiße. Sag in der Bewerbung, ey, DJ war gut, ich bin besser, verdammte Scheiße und hau auf den Tisch. Ich hau jetzt nicht auf den Tisch, weil Aileen unter mir schläft und ich bin nett. Aber es hat mich so getriggert immer, oh mein Gott, Alter, das war so unangenehm, ne? Hi. Aber ich kann würdiger Nachfolger werden. Das fand ich so lustig jetzt, einfach so eine Art, pass auf, was passiert, pass auf, ich stopp jetzt nicht mehr. Das hat mich wirklich am meisten von ihm überzeugt, was jetzt passiert. Es war auch ein Tick cringy, aber war ein gutes cringy, so ein gewolltes cringy. Um sowas hinzubekommen, braucht man eine krasse Ausdauer. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Ich schlag den Raab. Jakob ist motiviert, ehrgeizig und hat nicht die CDU gewählt. Er schlägt den Raab. Stimmen Sie jetzt ab. Rufen Sie an unter der Nummer 0133711. Dreimal die 1 und die Endziffer 11 sind 1. Dreimal die 1 und 1 sind 3 mal die 1 sind 7. Oder schreiben Sie eine Nachricht mit der Ziffer 1 in den Chat für Jakob. 1 in Chat! So. Das war das, was mich am meisten überzeugt hat. Das hat mich am meisten überzeugt, wo ich sofort gesagt habe, ey, lass eine WhatsApp senden. Eieiei, das fand ich gut, Alter. Das fand ich sehr gut. Das hat mich wirklich überzeugt. So, haben wir noch Zeit? Ja. Hey, Kelly, komm schnell. Halt mal bitte die Kamera. Was bleibst du, Jakob? Wir machen noch eben eine Roomtour. Also, das habe ich nicht verstanden. Hier ist quasi mein Arbeitsbereich. Den letzten Gag, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis heute nicht verstanden. Ey, Freunde. Ich finde, würdiger Nachfolger. Witzig, du hast einfach das JCC-Intro gemacht. Hat Jakob das JCC-Intro gemacht? Warte. Ist das von Jakob? Ah. Vielleicht deswegen das mit irgendwie, wir machen noch schnell eine Roomtour oder sowas. Ah,
lol, das wusste ich gar nicht. Freunde, by the way, ich überlege, ob ich beim JBB mitmache. Einfach nur als Gag, einfach mal eine Quali einreichen und gucken, was passiert. Moin, Freunde, falls es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und schau auf Twitch vorbei. Ich bin hier jeden Tag live. Chat haut auch wieder Ciao YouTube raus. Falls ihr auch mal beim Chat sein wollt, die Ciao YouTube schreiben, kommt in den Stream.